mein Name ist Ulrich Radke. Ich bin seit 16 Jahren hier im Luisenhospital und leite die Gefäßchirurgische Klinik. Wir sind ein Team von 10 Mitarbeitern und kümmern uns im Wesentlichen um die Erkrankungen der venösen und arteriellen Blutleiter. Wir sind sehr daran interessiert, Prävention zu betreiben und führen aus diesem Grunde auch entsprechende Vorsorgeuntersuchungen durch, die dazu beitragen, dass schwerwiegende Komplikationen bei venösen oder arteriellen Erkrankungen vermieden werden können. Herr Dr. Radke, Sie fragen durchaus provokant auf Plakaten, wie weit willst du leben? Was ist der Hintergrund? Ja, Sie haben recht, wir haben durchaus bewusst diese Fragestellung so gewählt, ganz provokant, um die Menschen anzusprechen, damit sie stehen bleiben und sich Gedanken machen über das, was da steht. Und wir wissen ja ganz genau, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, die Gefäßerkrankungen forcieren und vorantreiben. Und in diesem Zusammenhang kennen wir die Blutzuckerkrankheit, wir kennen hohe Fettwertkrankheiten, wir kennen alle möglichen Dinge, die dazu beitragen, dass Veränderungen und Krankheiten entstehen. Insofern möchten wir dazu beitragen, im Sinne der Prävention da aufzuklären und Patienten Hilfestellung zu geben. Welche Krankheitsbilder drohen, wenn nicht frühzeitig erkannt und therapiert wird? Ja, wir behandeln grundsätzlich Krankheitsbilder, die venösen Ursprungs sind oder die arterielle Ursachen haben. Und wenn wir zum Beispiel die Schaufensterkrankheit nennen, sind das Erkrankungen, die der Patient frühzeitig merkt, sodass wir auch schnell handeln können. Aber es gibt durchaus Erkrankungen, die sich in Gefäßbezirken abspielen, wo man überhaupt nichts merkt. Und genau das sind die Dinge, auf die wir hinweisen möchten. Und darum gibt es auch jetzt am kommenden Samstag den Gefäßtag, bei dem wir genau diese Aspekte beurteilen wollen. Was genau passiert am 18. November bei Ihnen im Gefäßmedizinischen Zentrum? Ah ja, wir machen diese Untersuchungen ja fast jährlich. In den letzten Jahren leider hat es nicht stattgefunden wegen der Corona-Pandemie. Aber in diesem Jahr ist es wieder soweit. Wir freuen uns darauf und wir wollen die Patienten, die Menschen untersuchen mit diesem Gerät. Das ist unser Arbeitszeug, unser tägliches Handwerkszeug und können innerhalb weniger Minuten, Sekunden feststellen, ob alles in Ordnung ist oder ob wir Probleme erkennen, die dann auch behandlungsbedürftig sind. Am 18. November werden wir von 10 bis 14 Uhr genau diese Untersuchung durchführen, bei der wir schmerzlos und in kurzer Zeit genau exakt beurteilen können, ob Veränderungen am Gefäßsystem des Halses vorliegen oder nicht. Und das geht ganz einfach. Wir haben den Patienten vor uns und wir können dann mit diesem Schallkopf die Blutgefäße darstellen. Wir können sie farblich darstellen und können beurteilen, ob hier irgendwelche relevanten Veränderungen vorliegen, die dazu führen und beitragen, dass wir entsprechende Maßnahmen einleiten müssen. Sei es weitere diagnostische Maßnahmen oder auch operative Dinge, die man sofort beurteilen kann. Die Untersuchung dauert nur wenige Sekunden bzw. Minuten und danach sind wir in der Lage zu sagen, alles okay oder wir müssen noch weiter schauen. Weitere Informationen rund um den Gefäßtag am kommenden Samstag erhalten Sie auf der Webseite des Luisenhospitals oder natürlich auch bei uns. Also kommen Sie zu uns und wir untersuchen Sie gerne und können Ihnen sicherlich alle Fragen beantworten, die Sie stellen.